Aspizut war das. Aber, sagt er, bei der Feinreinigung standen die Häuser noch nicht. Da hat man freie Sicht. Ja. Und dann, wo wir eingezogen sind, hatten sie uns eingemauert. Hier oben ist am schönsten. Davon bin ich ausgegangen, aber das müsste nicht mehr so schnell gehen. Wie viel geht sie denn? Oh, ich kann keine Treppen mehr steigen. Wir waren so begeistert, als wir hier vor 26 Jahren zum ersten Mal auf dem Balkon standen, dass wir dann, bevor wir eingezogen sind, immer wieder beim Sonnenuntergang hier auf diesem Balkon gestanden haben und haben das ganze Panorama betrachtet. Und hier verändert sich alles, weil es aufgefüllt wird mit Farben, was früher nur grau war. Und so ist es auch mit unserem Haus. Und so sind wir eigentlich glücklich und froh, dass wir in diesem Hochhaus noch weiter leben können. Vorteile sind die günstige Miete, zumindest jetzt noch, wenn der Block nicht renoviert ist. Wie es dann wird, wissen wir nicht. Und Nachteile sind halt, dass man hier alles hört von den ganzen Nachbarn. Egal, ob oben gebohrt wird oder unten, man nimmt das alles wahr, als ob das gleich nebenan ist. Jeden Schritt, jeden Tritt, jede Zärtlichkeit, die sich zugefügt wird, man hört alles. Einfach alles. Beim Nahverkehr bin ich seit der Wende, seit 1990. Seitdem mache ich das hier, fahre jeden Tag den gleichen Kreis. Macht Spaß, weil man wirklich mit vielen Leuten ins Gespräch kommt. Man lernt viele Leute kennen. Und ich wollte zwar nicht so lange bleiben, aber jetzt sind es mittlerweile auch schon wieder 16 Jahre. Und ich glaube, ich werde hier wohl auch meinen Abschied feiern. Zwei Millionen Plattenbauwohnungen sind in der DDR gebaut worden. Jede größere ostdeutsche Stadt hat ihren Betongürtel. Wir sind im thüringischen Gera in der Plattenbausiedlung Lusan. Bis zur Wende lebten hier 45.000 Menschen. Mit der Industrie verließen viele ihre Heimat. Geblieben sind in Lusan ganze 26.000 Einwohner. Viele Wohnblocks standen nach der Wende leer und mussten abgerissen werden. Rückbau nennt man das heute. Was nicht abgerissen wird, versucht man durch Umbau und Modernisierung attraktiver zu gestalten, um wenigstens die Zurückgebliebenen hier zu halten. Einige von ihnen haben wir im Alltag von Lusan begleitet. Seit 16 Jahren ist Carsten Müller bei den Geraer Verkehrsbetrieben. Seine Straßenbahnlinie 3 und ihre 5 Haltestellen in Lusan kennt er wie seine Westentasche. Heute hat er Frühschicht. Wir hatten mal in Lusan 45.000 Einwohner und da ist wirklich nicht mehr viel da. Da sind schon zu viele weggezogen. Aber trotzdem, ich bin hier geblieben, ich mache meine Arbeit hier. Es macht mir Spaß und wenn man mit der Freude bei der Arbeit ist, das merkt man dann auch bei den Fahrgästen und man freut sich oder man lächelt. Es kommt auch ein Lächeln zurück. Es macht einfach Spaß. Vor 50 Jahren wurde hier mit dem Bauen begonnen. Der Genossenschaft Aufbau gehören heute noch 4.000 Wohnungen, vom 5. bis zum 11. Geschosser. Für die Instandhaltung der Häuser und das Wohlbefinden ihrer Bewohner sorgen 16 Hausmeister. Früher waren Bernd Heimer und seine Kollegen nur Handwerker. Heute sind sie Mädchen für alles. Ich hatte jetzt auch wieder gehört, da beschwert sich jemand, weil sie Roster braten. Aber normalerweise ist das in Thüringen typisch. Und sagen wir mal noch Jahre zurück, sagen wir DDR-Zeit, da sind sie miteinander genommen, gegangen, haben Kasten Bier miteinander genommen, haben sie mit hingesetzt, Roster mitgebraten, mitgegessen, mitgetrunken. Heute untereinander, da muss ich hin und muss das schlichten, muss eine Hausversammlung machen, muss jetzt erklären, warum, wie oft darf man in Thüringen braten. Oder jetzt ist, vor 2 Tagen ist eine Frau gestürzt, da muss ich wieder um 10 Uhr jetzt hin, Termin machen, vor Ort Termin gucken, wo ist sie gefallen, ist es
unsere Verantwortung, ist öffentliche Verantwortung, weil es ja irgendwie die Frau dann mal versicherungstechnisch ihr Geld kriegen muss. Nicht weit vom Hausmeisterstützpunkt liegt der kleine Laden von Angelika Weber. Vor einem Jahr hat sie ihn eröffnet. Sie hat eine Marktlücke entdeckt. Sie kauft und verkauft, was anderswo nicht mehr gehandelt wird. Ihre Kunden haben keine Kreditkarte. Wovon trennt ihr euch denn jetzt hier? Naja, was man alles nicht mehr braucht. Ein bisschen ausgemistet alles. Bevor wir es wegschmeißen, verkaufen wir es lieber. So, die müssen wir aber erstmal anschließen, die PlayStation 1 nehmen. Ja, klar. Wollt ihr später auch mal im Plattenbau weiter wohnen, oder? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht, nee. Und warum nicht? Weil es asozial ist, finde ich. Ziemlich öde. Da hört man alles durch. Was hört man durch? Die Musik. Die Musik und alles, auf jeden Fall. Die Konsole und die Spiele. Die Konsole, 8 Euro. Zufrieden mit der Ausbeute? Ja, mehr hätten wir eigentlich nicht kriegen können. 16. Okay. Okay. Wiedersehen. Ich hätte mal eine Frage. Ich hätte Telefon mit Faxgerät. Schnurloses oder schnurgebunden? Gebunden. Zeig ich mal. Ach, das geht ja schon gar nicht mehr warm. Funktioniert das überhaupt nicht? Ja, freilich geht das. Das haben wir vor der Woche was abgemacht. Ja. Man hat nicht. Was ist denn so das Übliche, was so verkauft wird? Heute war der übliche Tag, was eigentlich immer kommt. Handys noch dazu und alles das, was nicht mehr gebraucht wird. Gibt es auch welche, die es nur abgeben, wieder haben wollen, wie Pfandleihe nutzen? Hatten wir jetzt letzte Woche erst eine junge Mutter, die keine Babynahrung mehr kaufen konnte. Und die wollte es wiederholen, hat es aber nicht wiedergeholt und so haben wir es nicht verkauft. Wie geht es denn dann so mit den Leuten um? Normal, also für mich Kundschaft, muss leider sagen, jeder hat sein eigenes Päckchen zu tragen, wir leben davon, also hören wir uns das an und vergessen es dann wieder, wenn sie raus sind. Der gute Geist des Hochhauses Otto-Rothe-Straße 18 heißt Alex Schulz. Er ist 81 Jahre alt und war mal Lehrer. Jetzt sorgt er hier für das, was zu DDR-Zeiten einmal selbstverständlich war. Für Ruhe, Sicherheit und Hausordnung. Hallo, ganz fleißig. Ja. Das ist aber schön. Ja. Das sind Fabi heute vertreten unter dem Routine. Ja. Wenn Sie dann hier fertig sind, denken Sie auch an das Treppenfenster. Das habe ich schon gemacht. Schon gemacht. Wunderbar. Ja. Schauen Sie, wenn Sie fertig sind, diese unsere neue Liste hier. Mhm. Ja. Das ist die vierte Woche sozusagen. Ja. Unterschreiben Sie hier und hier schreiben Sie das Datum rein. Können Sie das in Russisch sagen, was reinmachen in Russisch heißt? Ja. Anna, Tipir, Ochin, Chisto, Zielan, Pariadok, Beton, Kapitorie. Herr Schulz zeigt uns sein Reich, eine Zweiraumwohnung in der 9. Etage, in der er mit seiner Frau Gisela lebt. So, wir gehen jetzt durch den kleinen Flur und kommen in das große Wohnzimmer. Hier wohnen wir bereits 26 Jahre. Das große und das kleine zeige ich Ihnen jetzt. Das ist unser kleines Wohnzimmer. Und hier darf ich Ihnen meine Frau Gisela vorstellen. Guten Tag. Die Küche ist auf der rechten Seite. Wir waren interessiert, in ein Haus einzuziehen mit Fahrstuhl. Aber da unsere Tochter inzwischen erwachsen war und in Dresden studierte, hatten wir kein Anrecht auf Dreizimmerwohnung. Und da blieb also nur dieser Ausweg, die Zweizimmerwohnung hier zu nehmen. Und das war für uns eine glückliche Lösung, dass meine Frau, sie hatte 3 Operationen mit der Hüfte, dass sie ein Haus beziehen konnte mit Fahrstuhl.
Das Ehepaar Willmann besitzt eine Eigentumswohnung, allerdings im vierten Stock und ohne Fahrstuhl. Also die Wohnung im vierten Stock, hier kommen wir rein. Aber den Blick nach rechts möchten Sie auch gleich mal mitnehmen. Da ist nämlich meine Familie. Rechts unser Schlafzimmer. Lassen wir außen vor, geht man nicht rein. Flur und alles in dem Zustand, wie wir es vor 20 Jahren uns eingerichtet haben, vor 30 Jahren. Wir sind nur ältere Bürger. Wir haben, die Jungen sollen sich anders einrichten. Mein Separé mit ja, ein bisschen Computerplatz und so. Wohnzimmer. Die Einrichtung auch eben. Vor 30 Jahren haben wir das Leipzig 4 gekauft. Immer noch unseres und wird auch wahrscheinlich bis zu unserem Ableben bleiben. Mit ein paar Teilen aus dem Intershop. Ei, du, das darfst du gar nicht sagen. So, jetzt haben wir uns einmal kurz diesen Fernseher zugelegt. Das ist das Neueste. Die Petroleumlampe ist seit 1875. Ja, das ist eigentlich das älteste, beste Stück, was wir haben. So, von hier aus in die Küche, in das Reich der Frau. Und damals war die freie Wohnraumkapazität nicht so, wie es heute ist. Und da sind wir auch ein bisschen eingeschüchtert worden. Und deshalb haben wir gekauft. Heißt nicht, dass wir nicht freie Wahl hatten. Wir haben freie Wahl gehabt. Aber dass wir eben so weit oben landen, das sollten Jüngere mal beachten beim Wohnungsanlegen. Ne? Denn man wird älter. Und sehen Sie, ich habe mich in Schwung gehalten. Aber die Frau kann nicht mehr jetzt. Die hat die Knie kaputt. Im Allgemeinen haben wir gedacht, der Wert dieser Wohnungen wird immer mehr werden. Das Umfeld wird immer schöner. Aber naja, wer zieht noch mal hier ohne Aufzug in so eine Wohnung? Und dann sind wir auch etwas aufs Kreuz gelegt worden. Denn die jetzigen Verbesserungen oder Rekonstruktionen der Wohnung, die beinhalten immer einen Aufzug. Und wir werden nie einen kriegen hier. Von Hausmeister Heimer werden heute auch kriminalistische Fähigkeiten verlangt. Sie müssen mal ganz konkret zeigen, wo sind Sie gestürzt? Hier bin ich rein irgendwie umgeknickt und auf alle Vieren. Da ich das schon jahrelang vor der Genossenschaft mache, muss ich Ihnen da fairerweise dazu sagen, das ist wieder eine Stadtsache. Weil die Auswaschung ist eine mangelnde Qualität der Platte. Ich bin nicht nur der Fußnägel hier. Zum Glück bleibt den Nachbarn hier nichts verborgen. Alles, was hier kaputt ist, ist von den Kranen, wo sie hier gebaut haben, haben sie kaputt gefahren. Nee, alles nicht. Ich mache hier schon jahrelang Winterdienst. Also hier waren schon viele Platten kaputt. Es ist was dazugekommen. Mit den großen, schweren Kranen sind die auf die Platten gefahren. Ja, ja. Das muss man dann sehen, das muss wieder bei unseren Regeln. Ich gebe es auf jeden Fall erstmal weiter. Der Tatort ist gesichert, die Beweisaufnahme beendet. Kommissar Heimer hat Feierabend. Für den Straßenbahner beginnt der Arbeitstag wieder sehr früh. Seit der Wende hat sich an den Häusern viel getan. Die Hoffnung, dass das Leben hier für alle einmal besser wird, lässt sich Carsten Müller nicht nehmen. Ich will mal so sagen, sehr viel Leerstand. Viele Häuser sind weggekommen. Und die Wohnungsgesellschaften, die noch in Lusan verblieben sind, die geben sich wirklich sehr viel Mühe, ihre Leute zu halten. Sie modernisieren, rekonstruieren. Aber wenn man hier keine Arbeit kriegt, dann tut man eben wegwandern. Ne? So ist es genauso mit meinen Kindern, die sind weg, weil hier keine Perspektive da ist. Man kann nur hoffen, dass sich's bessert. Nach seinem kriminalistischen Einsatz am Vorabend ist Bernd Heimer wieder als Hausmeister unterwegs. Im Schnitt hat der Hausmeister ca. 27 bis 30.000 Quadratmeter, die er zu pflegen hat. Er macht im Prinzip die Regel so einmal in der Woche, Durchgang, Papier auflesen, dann Rasenmäht, Winterdienst.
Er kennt seine Platte vom Keller bis zum Dach. Das muss er auch, denn er ist hier für alles zuständig und schwindelfrei. Das ist eine Zwangsentlüftung. Da wird das Bad und die Küche entlüftet. Das heißt, der Lüfter muss bis, kann man sagen, bis in den Keller runterziehen. Und aber wer unmittelbar oben drüber wohnt, da hat man doch mal Laufgeräusche. Jetzt hat mich ein Mieter angesprochen. Da kann man hergehen, kann das regeln und geht in die Wohnung rein, horcht und nimmt die Drehzahl zurück. Und dadurch wird er leiser. Die Platte hat ja einen ganz schlechten Ruf heutzutage. Ist die Platte so schlecht wie ihr Ruf? Die sind nicht schlecht. Die waren ja mal vor 100 Jahren ausgelegt, die Dinger. Sollten sie halten. Und leider werden eben viele jetzt schon nach 10 Jahren, 15 Jahren platt gemacht. Obwohl es normalerweise, sagen wir, von der Bausubstanz her nicht nötig ist. Es ist eben nur keine Leute da. Und die Unterhaltskosten sind so hoch, dass man sagt, man muss eine wegmachen. Weil man hat ja die ganzen Anschlussgebühren, die Grundstücksgebühren, egal Wasser, Strom und alles, was aufläuft. Da läuft so viel zusammen, dass man sagt, wenn der Block mit 2/3 oder 3/4 leer ist, man muss ihn wegnehmen. Weil es rechnet sich einfach mit der Miete dann nicht mehr. Und wie wird sich das weiterentwickeln? Es wird weiter zurückgebaut, auf jeden Fall. Und vor allem hier die Randgebiete, da gibt es keine Städtebauförderung mehr. Da wird man zuerst rangehen, dass man sagt, gerade was die schönen Wohnlagen sind, die müssen wir wegmachen, weil es keine Förderung gibt. Es soll alles konzentriert werden hier unten auf das, was da unten ist. Deswegen ist da auch schon das meiste modernisiert. Weil im Prinzip die Stadtväter wollen, dass im Prinzip mehr oder weniger alles hier unten dann aufhört. Dass der Plattenbau trotz allem eine Zukunft hat, daran glaubt Frau Schneider von der Wohnungsbaugesellschaft ganz fest. Schließlich ist sie ja zuständig für das, was man Sanierung und Modernisierung nennt. Hier sehen Sie, was man alles aus einer Platte machen kann. Wir befinden uns jetzt in der 5. Etage eines Wohnblocks. Früher hatten wir hier 2 Wohnungen gehabt, einmal eine Dreiraumwohnung. Hier befindet sich diese ehemalige Wohnungstrennwand. Auf der anderen Seite hatten wir eine Vierraumwohnung. Und als ersten Schritt haben wir erstmal sämtliche Innenwände entkernt, sämtliche nicht tragende Innenwände. Wir werden hier eine komplett neue Raumaufteilung vornehmen. Die wird etwa 91 Quadratmeter haben. Wir kommen jetzt auf die Dachterrasse, die durch den Rückbau möglich geworden ist. Wir haben 4 Wohnungen, die diese Dachterrassen haben, hier im obersten Geschoss. Wie man sieht, hat man hier einen ganz, ganz tollen Ausblick über Lusan. Und das wird von den Mietern sicherlich auch sehr gut angenommen werden. In der Schleizerstraße sind die Sanierungsarbeiten in vollem Gange. Hier, auf der Baustelle, wohnt die Verkäuferin Anja Bruder auf ganzen 23 Quadratmetern. So, das ist meine Wohnung. Und meistens, wenn ich die Tür aufschließe, erwartet mich dann mein kleiner Räuber, der Silvester, der dann auch gerne mal ins Haus rennt. Die gibt es nur mit Hausschuhen, ja? Manchmal schon, manchmal geht es auch barfuß durch die Wohnung. Aber Ordnung muss sein. So, das ist jetzt mein gutes Reich hier, was ich mit meiner Katze teile. Das ist meine Wohnstube. Es hat nicht sehr viel Platz, deswegen direkte Wohnwand oder so ist hier nicht. Als Lösung habe ich mir hier ein Hochbett reinbauen lassen, damit ich drunter noch einen Stauraum habe für gewisse Sachen, die dann halt doch noch so anfallen, wie Akten, Staubsauger, Wäscheständer. Sehr viel Platz ist halt nicht in so einer kleinen Wohnung. Aber das Schönste, im Sommer vor allem, ist der große Balkon. Wie man sieht, haben die Baumaßnahmen schon im vollen Gange angefangen. Mit Ausruhen auf dem Balkon ist jetzt nächsten Monat erstmal nichts. Wir hatten früher bei meinen Eltern eine Katze, deswegen wollte ich auch wieder eine haben. Und so ist man auch nicht ganz alleine. Es ist immer jemand zu Hause, der auf einen wartet, wenn der Freund ja nicht da ist. Man hat immer jemanden zum Kuscheln. Dein Verhältnis hier zu Gera? Gera ist jetzt nicht die Traumstadt. Also hier ist auch nichts los für uns jungen Leute. Und es machen auch heutzutage alle weg. Aber irgendwie so der enge Kreis oder der Kern von meinen Freunden ist halt doch noch hier geblieben. Und das hab ich dann halt, wenn ich wohin gehe, erstmal nicht. Müsste mir was Neues aufbauen. Und deswegen. Erstmal in Gera. Mein Freund geht nächstes Jahr zur Bundeswehr. Mal sehen, vielleicht ergibt sich da was. Man weiß es nicht.
Zu Anjas Nachbarn hier in Lusan gehören auch ganz andere junge Leute, von denen keiner gerne spricht. Sven Bischoff sieht nicht nur so aus, der 26-Jährige ist bekennender Skinhead. So, was ist denn das eigentlich für ein Gerät? Ja, Fahrrad. Was außergewöhnlich ist, mein Papa ist eigentlich ein Fahrrad. Aufbau England. Nachgerüstet ist zum Beispiel Spiegel, eiserne Kreuze, Lampen, Ventilkappen. Was ist das für ein Gefühl, wenn man auf so einem Ding sitzt? Ist ein Gefühl, du fährst mit sowas durch die Gegend. Es kommen immer Leute, die gucken. Die ist immer irgendwo ein Schauobjekt. Ja. Du sitzt auf so einem Fahrrad, das ist Freiheit. Ja, da machen wir los. Während ihre Umwelt vergeblich versucht, sie zu übersehen, setzen solche wie Sven alles daran, aufzufallen und mitzumischen. Irgendwann gehören sie dann eben einfach dazu. Gibt's hier Nazis? Also vereinzelt gibt's schon welche, aber die sammeln sich meistens immer in der Stadt oder im Biblach Ost. Da ist es dann meist gravierender. Aber hier haben wir so den Lusan. Eine ruhige Szene. Da ist es ja in Lusan nicht so wilde. Also wenn es wirklich Radau gibt, dann tun wir einen Verkehrsdispatcher informieren und der wird dann die Polizei rufen. Aber ich muss ehrlich sagen, mit denen kommen wir eigentlich wunderbar aus, weil ich mache ja selber auch Kontrolle abends und da sind einige Rechte mit dabei und wenn man sich ein bisschen anpassen tut, mit denen ordentlich reden tut, hat man mit denen wirklich keine Probleme. Und sogar wenn die ihre Treffen haben, ist es ruhig. Also so gravierend ist das gar nicht bei uns im Gera. Der kleine Park ist ihr Treffpunkt. Das Bier aus dem Supermarkt ist billig und in der Gruppe fühlt man sich stark, jedenfalls nicht so einsam. Wer hier vorbeikommt, sieht am liebsten weg. Wo will die Jugend heute noch hin? Bleibt dann nichts anderes mehr übrig als noch hier. Denke ich mal. Ja. So ist das Leben. The way of life. So ist das Leben. The way of life, genau. Ja, aber kostet alles Geld. Das hat die Jugend nicht. Das haben wir alle nicht. Was will man heute noch machen? So hat man hier ihre Ruhe, trinkt ein bisschen, hat Spaß. Komm, trink ich mein Glück. Ja, das ist mein Mann. Ja. Und? Das ist mein Glück. Was anderes habe ich ja nicht, außer unseren Hund. Was gibt's denn? Was gibt's denn noch? Da ist er. Die ist scheu. Nee, was hast du denn noch? Arbeit gibt's nicht, Ausbildung gibt's nicht, Schule gibt's nicht. Kannst du nichts weiter machen? Ja, klar. Aber wir können Kamera anmelden. Ich habe Abitur gemacht, ich habe keine Ausbildung. Was wollen dann andere noch erwarten? Was wollen andere noch erwarten, ganz ehrlich? Ja, was erwartest du denn von dem Mann oder von dem zukünftigen Mann? Was ich von ihm erwarte, dass er bei mir bleibt. Und dass wir das zusammen durchstehen, bis die Krise in Deutschland wieder vorbei ist. Von Arbeitslosigkeit weiß in Lusan fast jeder ein Lied zu singen. Auch Carsten Müller, der mit der ewig guten Laune. Ich bin sozusagen derzeit der Alleinverdiener für die ganze Familie. Und meine Frau kriegt nichts, meine Tochter kriegt nichts. Aber wir wursteln uns durch. Wie müssen Sie sich da auch einschränken? Wie ist das? Einschränken muss ich mich schon. Also es gibt gewisse Wünsche oder sonstiges. Meine neue Couchgarnitur oder sowas, das muss dann schon zusammengespart werden. Und dann kommen ja so viele Sachen zwischendurch. Da kommen die Tiere, wollen mal zum Arzt, das kostet. Und wenn da mal so ein Brief reinflattert vom Finanzamt, Kfz-Steuer, ja, muss man nächsten Monat wieder ein bisschen enger leben. Auch dieser Tag scheint wieder schön zu werden. In Angelika Webers kleinen Laden allerdings scheint auch bei schönem Wetter keine Sonne. Wenn die Not es verlangt, dann trennt man sich selbst vom heiligen Fernsehapparat. Und irgendwelche Preisvorstellungen? Also nicht. Wie alt ist denn der?
diese 100-Hertz-Fernseher. Ich würde mal sagen, so 60 Euro. Ja? Okay. Da brauchte ich meinen Ausweis. Und dann kannst du ja wirklich verkaufen? Ja. Müsste man ja dann wegen Urlaub auch. Wir haben drüber gesprochen auch vorher. Wie wir es noch machen. Okay. Damit ist Verkauf abgeschlossen. Ihr habt damit jetzt nichts mehr zu tun. Also für euch erledigt. Ja. Was haben denn die beiden, die jetzt hier waren, schon verkauft vorher? Eigentlich alles, was vom Wert ist. Von Computer angefangen über Kinderwagen, Wickelkommode, alles, was wert ist, haben sie schon gebracht. Das ist leider so. Hartz-IV-Empfänger, Kinder. Da ist das schon manchmal wichtiger, was zu essen zu haben, als im Fernsehen zu Hause. Wie ist denn die Situation der Hartz-IV-Empfänger eigentlich? Also ich sehe sie als dramatisch an. Denn was die als Hartz-IV-Empfänger bekommen, ist zum Leben zu wenig. Also auf jeden Fall. Was sind 300 Euro, wenn man einmal einkaufen geht? Das funktioniert eigentlich gar nicht. Und die Leute trennen sich dann auch nach und nach von ihren Dingen? Ja, die trennen sich von allen. Wenn sie dann nichts mehr haben, dann kommen dann so kleine Sammelstücke dran, extra Taschenmesser oder Münzen, die dann irgendwo noch rum sind. Es kommt alles. Also man sieht es an den Dingen, wie kommen, warum es kommt. Wer kein Geld hat, darf auch nicht Straßenbahn fahren. Carsten Müller kennt seine Pappenheimer. Hier darf er nicht wegsehen. Weil Schwarzfahrer gibt es auch jeden Tag. Die stehen dann schon meistens draußen, gucken, ob wer kontrolliert. Wenn jemand kontrolliert, dann bleiben die meisten schon draußen stehen. Versuchen sie dann mit dem nächsten Wagen zu fahren. Aber die hast du jeden Tag. Fahren die nur aus Spaß schwarz oder haben sie wirklich kein Geld? Es ist eine Geldfrage. Das ist arg teuer bei den Geldern, die man eventuell bekommt, wenn man Hartz IV ist. Bei drei Kindern ist 3 Monatskarten, das sind 100 Euro weg. Für diejenigen, die überhaupt kein Geld zu Hause haben, die versuchen sich irgendwie durchzumogeln. Ich habe auch Verständnis dafür, aber wenn wir jetzt kontrollieren, müssen wir unsere Arbeit machen. Da können wir keine Ausnahme machen. Das Vorbild Alex Schulz wird als Werbeträger kostenlos durch Lausanne gefahren. Solche Rentner braucht die Hausgemeinschaft. Seit 20 Jahren führen er und seine Frau gewissenhaft Protokoll über alles, was sich tut im Hochhaus. Allein Anwesenheit der HGL-Mitglieder. Jeden Monat eine. Jeden Monat ja eine Sitzung. Ja, auch Anerkennung. Ja, Anerkennung, dass das gut gemacht worden ist von der Verwaltung. Lesen Sie doch mal die Anerkennung vor. In Beantwortung Ihres Schreibens teilen wir Ihnen mit, dass der Vorstand Ihrer Hausgemeinschaft in Würdigung Ihrer bisher geleisteten guten Arbeit für die Ausgestaltung Ihres Versammlungsraumes einen Beitrag in Höhe von 200 Euro bewilligt. Hier trifft sich die Hausgemeinschaft noch immer. Und Herr Schulz sorgt weiter dafür, dass alles seine schöne Ordnung hat. Wir haben uns auch entsprechendes Geld verdient für die Ausgestaltung des Raumes. Er ist sauber gehalten worden, Gardinen, die Bilder. Und ich denke ja, er dient uns auch weiterhin, um jetzt die kleinen Gruppen der Älteren hier zusammenzuführen. Auch an ihre Hausgemeinschaft können sich Willmanns in ihrer Eigentumswohnung noch gut erinnern. Aber davon ist hier nichts geblieben. Wie gut kennt man die Leute, die gegenüber wohnen? Gar niemand. Ich kenne nicht in meinem Haus welche. Ganz anonym. Das war vorher anders. Da haben wir ja auch zusammen gesessen und haben Feste gefeiert und sonst was. Da haben wir auch mal eine Flasche Schnaps leer gemacht. Na.
Der ganze Block hier, das, die Etage, war alles Armee. Aber alles Armeeoffiziere und so. Und deshalb. Wir haben uns ja alle gekannt. Ja. Ja. Und da war auch eine gute Hausgemeinschaft. Ja? Da haben wir schon gesorgt. Wir haben ja sogar die goldene Hausnummer gekriegt. Und wir sind noch die Einzigen von 1982, die noch hier wohnen. Alle anderen sind schon ausgezogen. Wie schafft man das, Ordnung und gute Nachbarschaft zu halten in so einem Hochhaus in solchen Zeiten? Ein Haus zu verwalten oder sauber zu halten oder in Ordnung zu halten, kann nicht ein einziger, auch nicht der Hauswart. Ja, es muss eine Gemeinschaftsarbeit sein. Und die Gemeinschaftsarbeit fängt beim Putzen an. Dafür ist sich hier keiner zu fein. Natürlich auch Herr Schulz nicht. Was sagen Sie dazu, wenn Ihr Mann die Hausordnung macht? Die macht er immer. Und kocht er auch? Nein. Also da klappt das nicht. Also dann. Guten Appetit. Guten Appetit. Je länger sie zurückliegen, desto schöner werden die Erinnerungen. Mein Kommandeur. Bei Herrn Willmann ist es die Erinnerung an seine Zeit bei der NVA. Er war Offizier einer Pioniereinheit und darauf ist er auch heute noch stolz. Wir hatten viel, viel, viel Arbeit, aber auch schönes Leben gehabt, also ganz normal. Ne? Eben das hat man nach 25 Jahren Dienst bekommen, das war immer. Aber wer das hatte, der hat schon was hinter sich gehabt. So, und diese Bücher, die ich da habe, die sind alle aus der Zeit, die für mich wichtig war. Was ist denn übrig geblieben? Eins können wir uns sagen, wir haben keinen Toten gehabt bei der Wende. Was meinen Sie, was haben Sie als Offizier zur Wende beigetragen? Dass wir nicht zurückgeschossen haben oder überhaupt nicht geschossen haben. Dass wir alle, das Volk und wir, auch als Armee, die gleiche Meinung hatten. Ich könnte es ja noch anders sagen. Nicht? Ich könnte ja sagen, es hat mich auch kein General zur Waffe gerufen. Jeden Abend Betten bauen, das ist für Alex Schulz so selbstverständlich wie der Hausputz. Kein Schlafzimmer zu haben, kann auch ein Vorteil sein. Man muss es nur von der richtigen Seite betrachten. Es ist die beste Lösung. Wir haben hier viel Platz gespart und brauchen kein Schlafzimmer aufzustellen. Und haben somit zwei Wohnzimmer. Und im späteren Alter stört man sich nicht durch lautes Schnarchen. Und wie ist es mit der Liebe? Das ist verbunden mit einer gegenseitigen Unterstützung, einem Verstehen und auch einer Dankbarkeit. Neben der Sorge um den Menschen kennt man in Lusern auch die Liebe zum Tier. Wenn es darauf ankommt, wird aus dem Hausmeister ein Tierschützer. So, schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Gott, ich komme, wenn ich noch leer war. Ja, kommst du bitte lang. Gut. Komm mal jetzt. So, da wollen wir mal. Komm, du bleibst hier. Ja, hier schlägt sie, ja. Nicht mit den Händen anfassen. Warum nicht? Nein, hat extra der Tierarzt gesagt. Ja, ja, das hilft sehr, beißen sie nicht. Ja. Die kann mit ihren nassen Flügeln ja auch gar nicht fliegen, ne? Die lebt jetzt noch und die schafft jetzt wieder auf den Boden und da haben die ihre Nester drin. Die sind ganz junge. Ja, ja, die ist noch ziemlich jung. Ich sehe die nämlich jeden Abend fliegen, ja. Die hier so kurz nach neun fliegen, genau. Die hier
Eine Drehung? Zur Dämmerung genau, machen wir aus. Ja, das kann ich jeden Abend beobachten. Komm, ja? Häusle. So. Das ist niedlich. Pass auf, dass die Hunde... Da schaffen wir sie jetzt weg. So, jetzt willst du es aussetzen wieder an ihren kleinen Platz. Und ja, so, und da hängt sie. Und da bleibt sie und schläft jetzt am Dach. Ja, das war's. Ein Tier gerettet wieder. Ramona und Daniel drücken inzwischen ganz andere Sorgen. Es sind immer dieselben. Der Fernsehapparat ist weg. Das bisschen Geld, das sie dafür bekamen, aber auch. Jetzt warten sie aufs Kindergeld. Heute ist Zahltag. Jeden Moment kann es auf dem Online-Konto eintreffen. Ja. Ja, hast du jetzt schon geguckt? Wie oft? 6-7 Mal bestimmt jetzt schon. Ihr habt jetzt den Fernseher beim anderen Verkauf da gelassen. Warum habt ihr das Geld gebraucht? Ja, für den Urlaub nicht. Weil wir auch in Urlaub fahren wollten. Und halt, das war nur wegen Urlaub, ne? Ja, eigentlich nur wegen Urlaub. Weil der war ja auch teuer. Dass wir überhaupt mal rauskommen. Und wo seid ihr in Urlaub hingefahren? An die Linkenmühle, das ist hinter Pösneck. Auf dem Campingplatz. Wie weit weg ist das von hier? Es kommt immer drauf an, wie das. 80 Kilometer ungefähr. Ja. Und habt ihr einen Überziehungskredit? Nee, momentan nicht. Weil wenn man in der Schufa steht, dann geht das nicht. Aber was steht denn da drin in der Schufa? Das sind halt Schulden von früher halt noch von längerer Zeit halt, die nicht bezahlt worden sind. Handyverträge. Ja, zum Beispiel halt. Und das geht bis 30 Jahre oder 7 Jahre, dann ist das alles schon bei der Schufa. Die Aussichten für junge Leute sind so schlecht wie überall, wo es keine Arbeit gibt. Für Rentner findet sich schon leichter etwas, wenn sie aufs Geld nicht angewiesen sind. Herr Willmann fährt jetzt Wäsche aus. Ich hab's nicht nötig, unbedingt, nicht? Aber ein junger Kerl kommt mit der Arbeit nicht klar, kann keine Familie damit ernähren. Da ist es zu wenig dafür. Und ich komm gut hin dabei. Ich bin auch anerkannt und die Ehre ist mir auch lieb, die ich da habe. Und weniger das Geld, sondern die Anerkennung ist für mich wichtig. Brauchen Sie denn das Geld, dass Sie aus der Wohnung rauskommen und sich eine neue suchen? Ach, wohl. Eigentlich haben wir uns damit abgefunden, dass wir aus der Wohnung nicht wieder rausgehen. Obwohl das immer schwieriger wird, diese Raufgeherei. Außerdem haben wir noch 10 Jahre zu bezahlen oder 9. Und kriegen die Wohnung ja eigentlich gar nicht mehr los. Das war, früher haben wir gedacht, Schuss in den Ofen oder jetzt denkt die Frau immer noch so. Aber es ist schon in Ordnung. Nach wegen 8-9 Jahren sind wir hier schuldenfrei und dann haut das wieder hin. Bis 70 will ich das noch machen und dann höre ich aber ganz auf mit der Arbeit. Dann wird nur noch geangelt. Was sagen Sie dazu, dass Ihr Mann noch arbeiten geht? Es kommt uns doch beiden zugute. Hat er noch Taschengeld und ich auch. Und dann hat er auch seine Wünsche mit Computer und das Zeug. Ja, und das kostet auch alles Geld. Ich meine, von der Rente kann man das auch noch machen. Aber trotzdem ist es halt leichter, ne? Wenigstens ums Geld muss sich Frau Willmann keine Sorgen machen. Ramona und Daniel versuchen, sich abzulenken.
Irgendwann muss das Geld heute noch kommen, denn schließlich steht es ihnen ja zu. Anruf Bandwörter. Dann sollte sie das erste Telefon kriegen. Ja, denk mal, wenn sie in die Schule kommen, dann... Wenn ich gleich, wenn sie in die Schule kommt. Na, erste Klasse, dann erst ein Halbjahr. Auf jeden Fall. Alle Beta aber. Ja, ich habe dich ausgesprochen. Gehst du mal deinen Kontostand grob kennen? Ja, klar. Was soll er machen jetzt? Nach dem Kontostand gucken gehen. Hast du mal Kind? Nö. So. Anja Bruder hat heute Spätdienst. Ob sie ihre Arbeit gern hat oder nicht, das fragt ja keiner. Wer Arbeit hat, hat Glück. Ja, Traumberuf war es nicht. Ich wollte jetzt nie so direkt Verkäuferin werden, aber bin jetzt einfach hängen geblieben. Momentan bin ich damit eigentlich total zufrieden und fahre auch gut. So sehen unsere kleinen Brötchen dann aus. Schön goldbraun, nicht zu hell, nicht zu dunkel. Und die gibt es den ganzen Tag frisch, von früh um 6 bis abends um 6. Na bitte, es war ja nur eine Frage der Zeit, bis das Kindergeld da ist. Mit drauf. Ja, dann gehen wir. Ja. Komm, Mann. Eine EC-Karte haben sie nicht mehr. Sie holen das Geld direkt von der Bank und geben es aus für das Nötigste. Dann warten sie wieder. Die Wohnung zahlt das Sozialamt. Sie müssen nicht hungern und nicht frieren. Während Frau Willmann die Welt von oben betrachtet, tauscht ihr Mann Erfahrungen mit seinem Nachbarn aus. Es ist zwar nur ein Miniaturmodell, aber immerhin ein Panzer. Schießen sie drauf. Ja. 10 Rollen hat er, ne? Und eine Treibrolle. Ja. Ich bin mal gefahren mit ihm, aber im T34, ne? Da stand ein Bus an der Nähe rechts und wir sind mit dem Panzer vorbeigefahren. Ja, für uns war das ein Gaudi, ne? Mit dem Panzer einen Bus überholt. Wo gibt's denn sowas? Dann noch einmal, habe ich auf dem Gelände, kriegten wir dauernd über Funk, krieg ich, ne? Schneller, schneller. Ich ging doch gar nicht mehr. Und Mensch, hol raus, was rauszuholen ist. Und am Ende hatte ich eine Rekordrunde gefahren. Ne? Haben die mich, ich bin da wie schnell waren als Kommandant, aber nicht gefahren. Wie ne? Schnell waren die so? 40, aber im Gelände. Ach so, ja? Im Gelände mit. Über Berg und Täler und durch Sumpf und eine richtige Trainingsstrecke. Ne? Carsten Müller fährt auch in seiner Freizeit Straßenbahn. Das Auto lässt er stehen. In der Bahn muss er nicht bezahlen. Vor der Wende habe ich noch im Krankenhaus gearbeitet. Da habe ich klein angefangen beim Hol- und Bringendienst. Mädchen für alles. Habe mich dann hochgearbeitet zur Materialwirtschaft. Und dann kam so die Wende. Die ersten Kerzen standen überall im Fenster drin. Und da sagte meine Chefin eben zu mir: Carsten, seh dich doch mal um nach einem anderen Job, weil der ist hier gefährdet. Der hat keine Zukunft mehr. Naja, da war ich dann zu Hause, mein Schwiegervater legte mir so die Zeitung hin und sagte, hier, bewerb dich doch mal. Und eine Annonce vom GA Verkehrsbetrieb drinnen. Meine Frau, die hat von der Wende überhaupt nicht profitiert. Und dann 2 Jahre nach der Wende ist er arbeitslos geworden und hat dann ihren Wirtschaftskaufmann noch gemacht. Eine Schneiderlehrgang und alles mit gut abgeschlossen, aber Berufsperspektive hat sie nicht gehabt. Oh, noch keinen Job, also seitdem zu Hause. Da bin ich noch glücklich, dass ich überhaupt Arbeit habe. Und diejenigen, die einen Job kriegen, sollen sich darüber glücklich schätzen. Ich bin, sag mal, ein Mensch, der wirklich sehr oft, oder
gut gelaunt ist. Und da sagen die dann auch, sag du deine gute Laune, das kotzt mich sowas von an. Aber ich bin glücklich, ich bin froh mit, oder bin mit dem glücklich, was ich habe. Und damit mache ich auch was draus. Und ich versuche auch jetzt jedes Jahr mit meiner Familie in Urlaub zu fahren, das zu ermöglichen, um glücklich zu sein mit meiner Familie. Auf dem Heimweg zu seiner Plattenbauwohnung kann es schon vorkommen, dass Herr Müller Sven und seinen Kameraden begegnet. Die haben sich heute zu einem Kameradschaftsabend verabredet. In seiner Einzimmerwohnung im dritten Stock eines Elfgeschossers, wo die Nachbarn jeden Schritt, jeden Laut im ganzen Haus mithören, ob sie wollen oder nicht. Wollt ihr irgendwas trinken? Bier oder so? Jawohl! Wie immer sind zuerst die kleinen Mädels ausgeflippt und dutzendweise dann bei der Ballade alle weiten wie verrückt hat ein Techniker versehentlich die Stopptaste gedrückt. Wir standen im Sound, das Geheimnis war heraus. Wir können gar nicht singen. Wir singen aus! Auch die Hausmeister von Lusan treffen sich, um gemeinsam zu feiern. Heute ohne Frauen auf der Bowlingbahn. Wir haben eine Bowlingkasse und die wird dann am Ende mal verballert. Weil zu der Weihnachtsfeier, wir machen einmal im Quartal mit Frauen und zweimal also ohne Frauen. Und dann Weihnachten wird eben das mal alles vor Geld durchgebracht. Das ist dran. Wir werden schwer. Gut. Wir machen auch Tanzveranstaltungen. Oh ja, ohne Kapelle. Was ist das denn? Bundesack auf die Zecke! Zack, zack, zack! Wir sind immer noch daheim. Als ich dann meine Eltern geschieden haben, bin ich hier nach Lusan gezogen, weil es halt vom Geld her für diese Wohnung im Wohnviertel hat es halt noch gereicht. Und ich finde, ich habe hier meine Freunde kennengelernt, größtenteils. Ich finde es hier in diesem Wohnviertel ganz in Ordnung, weil hier kennt wirklich jeder jeden. Und ich finde es ganz in Ordnung, hier hat man nie Probleme. Man hat alles in seiner Nähe, was man braucht, Haltestellen, Einkaufszentren. Ja, das ist unser Nachwuchs. Ich habe hier auch viel, ich will jetzt nicht protzen, ich habe hier auch viel in Gera gemacht. Viel erschaffen, viel auf die Beine gestellt, von der Skinhead-Szene. Ja, das ist unser Nachwuchs. Das ist mein Nachwuchs, auf diesen Menschen bin ich einfach nur, das ist mein größter Stolz. Ne? Geboren in Gera. Und seit 6 Jahren nur mit meinem Vater alleine gelebt. Hier in Lusan auch alles. Aber ich finde es, so wie man aufgewachsen ist, finde ich es schlecht, auf jeden Fall. Man hat es nicht anders gelernt, Freunde kennenlernen, Schule, von klein auf. Hat schon alles irgendwie seinen Sinn gehabt. Jetzt ein Euro-Job, naja, dann müssen wir durch. Wie sieht es in meinen 10 Jahren aus, jeder eine Familie? Ich finde sicherlich, will jeder irgendwann eine Familie haben. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja das eigenes Ziel des Lebens. Sein eigenes Leben mit seiner Frau und seinem Kind oder Kindern. Aber es läuft halt alles nicht immer so, wie man es will. Denkt auch so manchmal so an Zukunft, Familie, Kinder. Natürlich, natürlich. Ein Baby und Kinder schon, ein Baby kommt noch. Ja. Natürlich. Wir haben unser Baby, wie gesagt, unser Hausweiler Baby. Ja, aber. Echte Kinder kommen noch. Ja. Auf jeden Fall. Wie gesagt, in dem Sinne, auf jeden Fall. Hundertprozentig. Ich habe keine Angst, mit Kindern in dem Staat oder so in dem Zeit. Es kann sich viel ändern in den Jahren. Es wird sich viel ändern in den Jahren. Alles ist im Zeitraum des Wandelns. Es geht so schnell. Es kann sich innerhalb von 5 Jahren der ganze Staat ändern. Wenn ich jetzt ein Kind kriege, dann ist in 6 Jahren vielleicht der Staat schon ein anderer. Und ich hoffe einfach, dass es besser wird. Ich kann es nur hoffen. Wir können gar nicht singen! Wir sehen gut aus! Jawohl!
Die Nachbarn scheinen nichts gehört zu haben vom Fest der Skinheads. Jedenfalls hat sich keiner bei ihnen beschwert. Für Lisa Willmann ist heute der einzige Tag in der Woche, an dem sie die Wohnung verlässt. Gemeinsam kauft sie mit ihrem Mann für die nächsten Tage ein. Zehn Autominuten von ihrer Einraumwohnung entfernt genießt Anja Bruder ihren freien Tag im Garten. Den hat sie vor 4 Jahren gemeinsam mit 2 Freundinnen gekauft. Ist das eine günstige Konstellation im Neubaublock, eine Wohnung und hier ein Garten? Es ist einfach auch, das Geld spielt einfach eine Rolle. Lausanne ist halt momentan noch das billigste Viertel mit den Gera, wo man wohnen kann und was sie auch in letzter Zeit sehr schön gemacht haben. Aber sicherlich, also raus möchte ich auf jeden Fall da und vor allem auch eine größere Wohnung. Aber was wiederum mit dem Garten nichts zu tun hat, also ich würde den Garten trotzdem behalten, außer wenn ich vielleicht irgendwann mal ein großes Haus hätte oder so, von was man ja träumt. Aber das ist, glaube ich, in den ersten 10 Jahren oder so. Aber jetzt so, für mein Alter, und ich möchte den hier nicht mehr meiden und zur Wohnung einen Ausgleich, auf jeden Fall. So, das ist unsere Terrasse hier. Da werden ab und zu oder öfters mal eine Party gefeiert. Dann hier drin ist unser gutes Reich. Wie viel Quadratmeter hat denn der Bungalow? Könnte ja fast so groß sein wie meine Wohnung, ne? Sag ich mal, vielleicht so 20. Schläft man auch hier im Bungalow? Eher selten. Wir haben zwar eine kleine Schlafnische, das wäre dann hier. Schlafmöglichkeiten sind genug da, weil wir hier haben noch eine ausziehbare Couch, unser Bett. Oder ansonsten draußen einfach in der freien Natur. Das ist dann wirklich nur die Notlösung, wenn man sich mal nach Hause schafft. Was ich noch sagen wollte, von unserer schönen Terrasse kann man natürlich auch unser Wohnviertel sehen. Das ist Lausanne. Allerdings unseren Wohnblock direkt können wir nicht sehen. Aber ansonsten ist es ja eine schöne Aussicht. Willmanns haben alles eingekauft, was sie für die nächste Woche brauchen. Für Frau Willmann beginnt nun der Aufstieg in ihre Eigentumswohnung unterm Dach. Mehr als einmal in der Woche traut sie sich denen nicht mehr zu. Finden Sie mal einen Käufer für diese Wohnung hier oben. Ja, sonst wäre ich schon längst, oder wir, schon längst weg. Ja? Frau hat schon recht. Kann eben das nicht so verkraften. Aber ich habe mich eben in den 20 Jahren dran gewöhnt. Ich und so ist das. Das haben wir vorneweg nicht gewusst. Wenn hätten wir es gewusst, hätten wir es nicht gemacht. Oder die haben uns auch ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt. Also derjenige, der die Wohnung verkauft hat, nicht die Gesellschaft. Die Sozialwohnungen sind besser ausgestattet wie die, die wir gekauft haben. Bei uns haben sie gar nichts gemacht. Die Sozialwohnungen, die wurden gefliest und alles. Und bei uns nichts. Dementsprechend war vielleicht auch der Preis, aber wir haben auch über 100.000 Mark bezahlt. Das ist ein abendfüllendes Programm. Tja, so ist das. Na komm. Ich komme. Hurra, ich hab's geschafft. Wie viele Jahre sind Sie jetzt verheiratet? 53. Ja. Ja, die Zeit vergeht. Die Zeit vergeht. Aber ich sagte ja, nicht die Jahre zählen.
Heimgekehrt in ihre vier Wände fühlt sich Frau Willmann erleichtert. Der nächste Wocheneinkauf ist weit und der Weg zum Fernsehapparat kurz. Da lebt sie wie ich, wenn ich früh aufstehe. Frau Willmann, wie ist es denn für Sie, wenn der Mann außer Haus geht und Sie sind hier zu Hause? Wunderbar. Sehr schön. Kann ich mal, kann ich mich gehen lassen, kann ich machen, was ich will. Dann, naja, ich kann mir Zeit lassen. Ich weiß doch, dass er wiederkommt. Stört Sie das nicht, dass Sie nicht manchmal so spontan einfach runtergehen können? Ich kann das nicht mehr. Und das wird nicht besser, es wird immer schlimmer. Und dann ist nicht, dass das hier eine gewisse Gleichgültigkeit bei mir jetzt. Keine Lebensqualität mehr. Ist nicht schön. Ich bin auch manchmal sehr verzweifelt. Aber was soll's? Was soll's? Während seine Frau sich beim Fernsehen erholt, besucht Herr Willmann seinen Nachbarn im kleinen Bastelkeller. Diesmal ist es kein Spiel mit dem Panzer, aber Fluggerät gab es ja auch in der NVA. Die Welt ist klein in Lusan. Und die Leute in der Platte holen sich die große, weite Welt übers Fernsehen ins Haus. Wie die Leute anderswo auch, träumen sie vielleicht davon, dass die Welt anderswo schöner sei. Und mit einer Partybahn nachts durch Gera zu fahren, das ist ja schon was, was es anderswo vielleicht gar nicht gibt. Wenn du hier so durch Gera fährst, was hast du denn dann so für einen Wunsch? Eigentlich einfach raus aus Gera, einfach in eine andere Stadt, wo mehr los ist. Vielleicht da ein neues Leben aufbauen. Aber wiederum eigentlich auch nicht weg aus Gera, weil ich nicht der Mensch dafür bin. Aber manchmal sind halt auch Situationen einfach da, wo man sagt, man könnte alle Zelte abbrechen und einfach weg hier. Aber im Großen und Ganzen, naja, ich weiß nicht, einfach, ich lebe einfach momentan so, wie es kommt. Kuchen und Brötchen vom Bäcker. Sie duften sehr aromatisch. Wir reden ganz ehrlich und offen. Wir sind uns sehr sympathisch. Oh, Sommer im Neubaugebiet. Ich sitze auf meinem Balkon. Das Radio spielt Musik. Doch kalt und grau steht der Beton.